Hallo und herzlich willkommen, ich heiße Stopfer 1504 und wir spielen Fortnite auf der PS4 weiter. Ja, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und bevor wir uns auf die Mission stürzen, reite auf den Blitz oder bekämpfe den Sturm, wollte ich euch sagen, in der Videobeschreibung findet ihr einen Link, wo ihr euch natürlich die letzten Folgen alle ansehen könnt. Auch der Livestream, der übrigens vor ein paar Tagen lief, könnt ihr euch nachträglich angucken. Der ist etwa 2 Stunden, 10 Minuten lang, also wir haben schon einiges vom Spiel gesehen. Und da ich mit meinem Bruder zusammen gespielt gehabt, das habe ich glaube ich schon gemacht. Und kann man das wiederholen? Im Übrigen habe ich jetzt mal so eingestellt, dass wir Hilfe bekommen, weil das Problem ist, alleine ist es manchmal schon ein bisschen schwierig. Deswegen werden wir jetzt einfach mal Bekämpfe den Sturm auswählen. Und los geht's. Ich hoffe, wir finden einige Leute, die uns beitreten. Mal sehen. So, okay, die sind alle Stufe 3 und Stufe 4. Ich würde mal sagen, einfach starten und das ist gut. Das Problem ist nämlich, wenn wir keine Hilfe haben, ihr seht es ja, es dauert mitunter ziemlich lang, bis wir die Mission geschafft haben. Außerdem brauchen wir noch jede Menge Loot und ich muss natürlich auch ein bisschen was bauen. Das heißt folgendermaßen, okay, wir sollen erstmal das Ziel finden, platzieren den Atlas und befestigen sowie verteidige das Atlasgerät, bis der Laser aufgeladen ist. Okay, ja, hört sich ja ganz gut an. Mal sehen, wie es läuft. Und wie gesagt, das Spiel ist übrigens nicht kostenlos. Also die Anwendungsdatei auf der PS4 ist kostenlos, das ist richtig. Allerdings könnt ihr das ohne das Gründerpaket nicht spielen. Also müsst ihr noch etwa 40 Euro berappen, um es zocken zu können. Und es ist immer noch eine Early Access Version. Ab nächstes Jahr wird es eine kostenlose Version geben, nur dass ihr schon mal Bescheid wisst. So, jetzt geht's also gleich los. Mal sehen, Bonus-Herausforderung jetzt verfügbar. Meine Waffe ist fast im Arsch. So. Ich werde jetzt vor allen Dingen mal meine Waffe auswählen. Wir haben eine Schrotflinte, wir haben das. Okay, das sieht doch ganz gut aus. Okay. Suche das nach dem Atlas-Ziel. Okay. Und da hinten ist ein Zombie, das ist sehr gut. Okay, der war schnell weg. So, ab geht's. Ihr seht ja die anderen Leute, die gerade spielen. Und ich wollte mal kurz was gucken. Wir können nämlich auch noch die Gegend looten. Es ruckelt gerade ein bisschen, entschuldigt. So, immer wenn man die Gegend lootet, kann man auch gutes Zeug finden. Oder man findet halt gar nichts. Das ist auch möglich. Es ist ja durch ein Zufallsereignis, ne? Oder zufallsbedingt passiert ist eigentlich alles. Ist das unser Ziel oder was? Nee, das ist ein Radarturm. Spiel noch nicht gefunden. Danke. Ihr wart wundervoll. Ich hab da was. Okay, wir haben ein paar Zombies gekillt. Das ist gut. Aber anscheinend wollen die hier nur looten. Das ist gerade ein bisschen komisch. Ich weiß nämlich nicht, wo sich das Ziel befindet. Der Radarturm ist es ja nicht. Und wir haben eine Aufgabe vor uns. Ich werde mich jetzt mal ein bisschen beeilen. Und gucken, wo ich es finde. Auf jeden Fall brauchen wir auch Blue Glue. Das muss ich auch noch suchen. Da hinten ist schon mal Blue Glue. Wer sich das Wort ausgedacht hat, der war auch ein bisschen doof. Aber egal. Suchen wir halt erstmal das Blue-Blue-Zeug und dann ist gut.
kann ich nicht. Ach nö, hab ich keinen Bock. Vermüde den Troll. Tourenradar, okay. Also das Problem, was wir ja haben, ist ja folgendes. Ich muss erstmal die Gegend finden. Dieses Ziel ist eine Herausforderung. Such weiter. Okay, da hinten ist schon mal Blue. Los, mal ein bisschen bewegen hier. Scheiße, unsere Herausforderung ist kurz vorm Ende. Das kann doch nicht da sein, Alter. Hä? Wo soll das bitte sein, die Stelle? Ich möchte natürlich auch die Zusatzherausforderungen alle abschließen. Warum so besseres Zeug? Hey, ich brauch mal eine Sekunde. Auf. Okay, da hat schon wieder jemand unser Blue geklaut. Also ich finde es irgendwie voll zum Kotzen, dass wir hier gerade die Stelle nicht finden. Das wird auch nicht angezeigt, ne? Ja, da unten ist ein Überlebender, das interessiert mich jetzt aber erstmal reichlich wenig. Wir brauchen mehr von deiner Sorte. Unmöglich. Ja. Das Problem ist trotzdem, ich finde die Stelle einfach mal nicht. Wir haben nur 51 Sekunden Zeit. Also ehrlich gesagt, tut mir das jetzt schon mal leid. Aber ich finde halt diese Stelle ich nicht. Ich bin erledigt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Also ich komme immer wieder zum Radarturm, ja, und was, hä? Meine Fresse, das ist scheiße. Also ich werde es nicht schaffen, die Herausforderung. Das geht halt nicht. Und vor allen Dingen, unsere Ausdauer ist viel zu gering. Ich finde die Stelle nicht, das ist irgendwie voll scheiße. Und die anderen Leute helfen auch nicht, das seht ihr ja. Die erledigen alle, naja, sie sammeln halt. Das war's. Ziel erfasst. Platziere den Atlas auf dem Ziel, wenn du soweit bist. Okay. Ihr habt gefunden. Ich werde es jetzt mal schnell machen. Willst du mich verarschen? Ja, toll, ich habe das falsche Material ausgesucht. Okay. So, wir haben nichts mehr vom Boden.
wow, das ist egal. So, ich würde mal sagen, das sollte eigentlich reichen. Also beginnen wir einfach und das ist gut. Aktivierung in 5 Sekunden. Du schaffst es, Kommandant. Die nächste Runde geht auf mich. Okay, wir sollen ja nur Atlas verteidigen. Es sollte eigentlich nicht so schwer sein. Okay. Es läuft ja im Augenblick noch, also von daher, was soll's. Ihr seht, es ruckelt ein bisschen. Aber ja. Egal. Okay. Das ist schon mal geil, also das Zusammenzocken macht Spaß, auch wenn ich jetzt die anderen Leute nicht hören kann. Aber anscheinend können die sich auch untereinander verständigen. Es läuft, das freut mich. Ja, wir spielen noch über 13 Minuten. Also kommen wir so auf etwa 22, wenn wir das geschafft haben hier. Meine Playse wird man wahrscheinlich auch hören, aber ich kann es gerade nicht ändern. Das läuft. Ich werde mir noch mal kurz Munition herstellen. Munition. Aha, das macht voll viel Fun. Ich meine, klar, ich kann jetzt die anderen nicht hören, aber das ist eigentlich irgendwie voll egal. Oh oh.
Das war sehr knapp. Aber ist soweit alles ganz, also es freut mich. Nö. Also, falls die Leute mein Video sehen sollten, bedanke ich mich schon mal bei euch. Also, thank you very much. Ich weiß natürlich nicht, ob die Englisch sprechen oder nicht, oder ob das Deutsche sind. Aber ist eigentlich auch egal. Auf jeden Fall ist jede Hilfe sehr, sehr schön. Seid tapfer, kleine Festung. Kann ich nicht. Wow. Nein, ich bin runtergefallen. Oh, ist das mies, ist das mies. Du sollst die Tür zu, genau. Läuft doch! Mann, das macht irgendwie voll viel Spaß gerade. Ich meine, klar, es ruckelt ein bisschen, aber wie gesagt, es läuft ja auch auf Servern. Ich habe auch was hochgeladen in der Zwischenzeit, also könnte es alles auch davon kommen. Und dadurch, dass wir alle draußen stehen, ja, können die natürlich nicht einbringen. Und es läuft doch. Verdammt gut, Mann. Da liegt er. Granate in der Luft. Okay. Ich habe jetzt voll daneben die Granate geworfen. Alter, es läuft so gut. Und bam, geil. Also, wir arbeiten gut zusammen, aber die bauen viel zu viel, meines Erachtens, ne? Hey, nicht über den Baulimit. Wir haben gerade erst gebaut. Nur noch 30 Sekunden. Schön, dass ihr mal einen Baulimit gebaut habt, ihr. Egal. Ich hab da was! Oh, oh yeah! Es hat gut funktioniert. Oh yeah! Ja, es hat super funktioniert und ehrlich gesagt, ja, es lief wirklich perfekt. Wir haben gut zusammengearbeitet, auch wenn wir uns nicht gehört haben oder sie mich nicht gehört haben. Ich weiß ja nicht, ob sie untereinander kommunizieren konnten, aber wir werden bestimmt nicht viele kriegen. Wow. Ja. Ja, wir haben jetzt etwa 20 Minuten gespielt. Ich habe ja gesagt, ich mache immer nur eine Karte. Das heißt also, die nächste werden wir dann morgen erleben. Das wäre ja dann die hügelige Karte. Und ja, wir haben einige Sachen bekommen.
Geht doch. Was? Muss ich das alleine spielen oder kann man das immer und immer wieder machen? Egal, Leute, auf jeden Fall hat es mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich würde mich auch wirklich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet bei mir auf dem Kanal. Bis denn und tschüss.